aufgetischt. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Aufgetischt der Neuigkeiten. Es war nämlich Spielemesse und das hat sich niedergeschlagen in einigen neuen Spielen im Regal, aber auch in einigen Spielen, die ich nun mal so ausprobiert habe und dann nicht direkt gekauft. Und es gab ja dann auch noch Forderungen aus der Community, dass ich nicht immer so viel Spiele überspringen soll, nur weil ich die schon so oft erwähnt habe. Deswegen wird es diesmal wirklich viel und wir steigen sofort ein. Um direkt mal ein paar wegzuschaffen, nehme ich erstmal so ein paar eben von diesen Dauerbrennerspielen und verliere dazu nur einige wenige Worte. Eins davon ist zum Beispiel Kobold. Ein Spiel, aus dem meine Tochter so langsam so ein bisschen rauswächst. Das ist eigentlich ab 6 und sie ist jetzt 6, aber trotzdem spielt sie jetzt einfach schon andere Sachen. Trotzdem kommt es immer mal wieder auf den Tisch, weil es einfach auch schön gestaltet ist und schönes, einfaches, schnelles Spiel ist für zwischendurch, was auch immer noch Spaß macht. Also was auch ich gut noch mitspielen kann, eben so ein Mehrheitengewinnspiel, aber auf einem sehr niedrigen Level, also gerade wenn sie vielleicht schon etwas müde ist, was ja bei Kindern mal vorkommt, ist das immer noch ein schönes Spiel, was wir gerne spielen. Ähnlich Grizzly, nur dass da so ein bisschen der Unterschied ist, da bin ich eher der, der es vorschlägt, weil ich das Spiel wirklich sehr schön finde. Das ist irgendwo eine Variante von dem Niagara, was ja, glaube ich, sogar mal Spiel des Jahres war, aber viel, viel besser, weil Niagara Schrott ist. Eben auch mit so einem sehr schönen Karton, der einbezogen ist ins Spiel, mit so einem Wasserfall, wo man runterfällt. Und hier ist es aber eben irgendwie nicht, dass man das Spiel verliert, wenn man runterfällt, sondern das passiert einfach öfter mal und macht von daher dann auch mehr Spaß, das Runterschmeißen von den anderen Spielern. Und eben, es ist auch nicht so schlimm, man hat dadurch nicht direkt verloren. Also das ist ein sehr schönes Kinderspiel auch, was ich besonders gern mag, fast lieber als meine Kinder oder meine Tochter, ist auf jeden Fall aber auch eben für Kleinere gedacht. Also eben, das braucht man in den Erwachsenenrunde sicherlich nicht auf den Tisch bringen. Was haben wir noch? Burg Appenzell. Das ist ein Spiel, von dem ich hoffe, dass wir da eigentlich nie rauswachsen. Das finde ich so toll. Also ich habe ja auf der Spielemesse auch das Interview geführt mit dem Jens-Peter Schliemann. Und da hat er auch mir dann hinterher noch erzählt, Burg Appenzell ist wohl sein erfolgreichstes Spiel. Das ist gerade wieder neu rausgekommen auch. Auf Italienisch gibt es jetzt eine Variante. Da habe ich, glaube ich, auch ein Foto von. Das blende ich mal ein. Das wird also immer noch neu aufgelegt. Ist auch irgendwie in Amerika total erfolgreich und auch zu Recht. Das ist so ein schönes Spiel. Das ist wunderbares Material. Irgendwie verrücktes Labyrinth, aber in viel besser, in viel spannender und viel besser machbar für Kinder. Und dadurch, dass es auch so einen kleinen Memory-Effekt hat, gleicht es auch sehr schön aus zwischen Erwachsenen und Kindern. Also das ist wirklich ein richtig tolles Spiel. Also das beste Kinderspiel, was das ja geworden ist, ist hochverdient. Also das ist eins von den besten Kinderspielen, die ich kenne auf jeden Fall, wenn nicht sogar das Beste. Wir haben ja auch noch die Erweiterung im Regal stehen, die nehmen wir inzwischen immer mit dazu, auch wirklich mit allen Modulen, einfach weil das noch etwas mehr Varianz reinbringt. Ja, super Spiel. So, was haben wir noch an Ähnlichen? Ja, Wizard ist natürlich auch, das ist kein Kinderspiel, aber das ist auch so ein Dauerbrenner. Also da ist wirklich die Packung inzwischen fast völlig kaputt. Und die Karten sind total verranzt, aber wir spielen das einfach immer wieder, haben das oft auch einfach so dabei für zwischendurch, nur mal so ein paar Runden zu spielen. Ich weiß, es gibt da sehr viele Leute, die das mögen, es gibt auch sehr viele Leute, die finden das total furchtbar. Das ist so ein Spiel, wo sich die Geister scheiden. Ich finde es fantastisch. Es gibt vielleicht noch etwas bessere Spiele, wenn man mit Kennern oder mit Vielspielern spielt, die noch etwas raffinierter sind und vielleicht auch noch wieder etwas unplanbarer und von daher etwas spannender. Dies ist aber auf jeden Fall auch sehr familientauglich, weil die Regeln dann letztlich doch noch recht einfach sind. Und die sozusagen die Varianten, die sehr viele Fassungen gibt, die legen oft noch eine Regelschippe drauf und machen es damit natürlich aber auch weniger zugänglich. Also ich finde Wizard super. Es gibt auch sehr schöne Varianten, aber Wizard ist ein fantastisches Spiel. Skyo. Das haben wir jetzt auch schon länger, aber wir haben das jetzt endlich in der normalen Ausgabe. Nicht mehr das blöde Skyo Action, was wirklich überhaupt nichts taugt, sondern das richtige Skyo, das Original. Mit viel mehr Karten und viel mehr Spielspaß deshalb. Es macht auch einfach wirklich Spaß. Wir spielen das eben auch so im Familienzusammenhang sehr viel, auch mit der Kleinen schon.
die mich gestern total abgezockt hat, nachdem sie mir nach 4 Runden hatte sie minus 5 insgesamt und ich hatte über 70. Da habe ich aufgegeben. Also aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also ja, das ist wirklich auch ein sehr schönes Spiel. Ist lange an mir vorbeigegangen, wie schön das ist. Inzwischen gefällt es mir sehr. Wir haben da noch so ein bisschen Hausregeln inzwischen eingeführt, dass man auch Querreihen machen darf. Was auch nochmal witzig ist, weil es fast nie klappt. Und ja, doch, schönes, schnelles Kartenspiel für zwischendurch, auch immer wieder auf dem Tisch. Dann nochmal was ganz Altes, was weiß ich gar nicht, wie ich das schon mal hingehalten habe, aber es ist natürlich auch so ein Dauerbrenner. Einfach so ein normales Rummy, hier eben so eine Ausgabe mit so kleinen Plastikchips statt Karten, die auch gerne schon runterfallen, weil die Packung auch schon ziemlich zerratzt ist. Ist auch ein schönes Spiel. Das ist ein Spiel, wo ich behaupte, dass ich sehr gut drin bin, weil ich das sehr gut im Kopf umstellen kann, das komplette Spielfeld. Da habe ich dann gegenüber meiner Familie immer so einen kleinen Vorteil. Kleine Kinder lernen da so ein bisschen rechnen, weil man muss ja einmal bis 30 zählen, um irgendwie rauskommen zu können. Und ist eben auch so ein schönes Zwischendurchspiel, was natürlich auch schon sehr, sehr alt ist, aber auch genauso lange seine Berechtigung hat, eben weil es auch einfach zu erklären ist. Man kann schnell losspielen und macht immer Spaß. Also Zug um Zug, auch immer wieder bei uns auf dem Tisch, immer wieder beliebt, eben mit der Erweiterung mit den anderen Strecken oder auch die Demo, also die Miniaturvariante für, wenn es mal schnell gehen muss, weil ich das Große schon vorziehe, aber ist auch mal was, ja, kommt immer wieder jeden Monat 2, 3, 4 Mal auf den Tisch, trotz der großen Auswahl, die wir haben. Also Zug um Zug ist auch immer gut. Genauso direkt daneben das Kopf an Kopf haben wir jetzt auch wieder gespielt. Das spielen wir auch gerne mit befreundeten Kindern noch, also Freunden von unseren Kindern, weil das eben auch schnell erklärt ist und sehr einfach ist und sehr eingängig und ja, also gerade für Kinder auch einen sehr großen Spannungsfaktor hat mit diesen Pferden, die vorwärts laufen mit den Würfeln und läuft mein Pferd mit oder nicht und kann ich es mit Karten wieder nach vorne bringen. Das macht Spaß und ist auch lustig. So die Karten sind irgendwie auch lustig. Die Gestaltung ist bekanntermaßen grottig, aber das Spiel ist wirklich schön. Ich glaube, da wird es irgendwie eine Neuauflage von geben, wenn nicht. Da habe ich mal irgendwie was gelesen, dass das nochmal neu rauskommen soll, ein bisschen modifiziert, aber sozusagen das Grundprinzip das gleiche. Da bin ich auch nochmal gespannt, ob sie das dann etwas schöner machen, das Spiel. Aber nichtsdestotrotz gehört das immer bei uns ins Regal. Das hört da nicht aus. So, jetzt haben wir noch eins gefunden. Carcassonne. Das ist ja wirklich auch, wie man auch an der Packung sieht, ist ein sehr, sehr altes Spiel, aber auch immer noch schön. Da muss ich jetzt mal ganz stolz in die Kamera halten, habe ich auf der Messe zugeschlagen, habe mir einen neuen Plättchensack dafür geholt. So, schicken goldenen Carcassonne-Aufdruck. Und ich habe mir natürlich auch das Messeplättchen geholt. Da waren meine Kinder irgendwie ganz wild drauf, dass ich das mitbringen soll, was natürlich eigentlich am Spiel nichts ändert, aber trotzdem ist das schön. Das passt nicht mehr rein, doch. Und auch gut, weil der Originalsack, der da drin war, der war inzwischen eigentlich zu klein, deswegen das ist schön. Jetzt haben wir so einen tollen großen Sack. Dann passt das auch alles. Ja, ist immer noch, finde ich, eins der wirklich herausstechenden Plättchenlegespiele. Ich habe einige Spiele gespielt, die versucht haben, so diesen Carcassonne-Vibe irgendwie wieder zu erwecken mit einem anderen Spielprinzip. Die meisten, finde ich, kommen nicht ran, sind irgendwie einfach langweiliger, schwieriger zu spielen oder sonst was. Also das, finde ich, sticht immer noch als besonders gut heraus. So, Fuchs im Wald. Halte ich jetzt auch jeden Monat in die Kamera. Also ich bin wirklich begeistert von dem Spiel. Ich nutze jede Gelegenheit, das auch anderen Leuten zu erklären, das Spiel, und denen das beizubringen. Ich finde das super. Das hat echt so viel strategische Tiefe für ein Zwei-Personen-Kartenspiel und diese Stichsäge. Und man sitzt während des Spiels so oft, und sagt, ah, verdammt, was mache ich jetzt? Spiele ich jetzt die? Spiele ich jetzt die? Es ist irgendwie immer spannend, oft bis zum Schluss, weil es oft so um den letzten Stich noch geht. Kriege ich ihn, kriege ich gar keine Punkte, kriegt er ihn, kriege ich alle Punkte. Das ist so spannend, oft bis zum letzten Stich. Ich finde das super. Also das ist wirklich ein meisterhaft gut gemachtes Zwei-Personen-Spiel. Wo wir gerade bei Zwei-Personen-Spielen sind, schnell nochmal Halali in die Kamera halten. Das ist auch schon ein Tag älter aus der Zwei-Personen-Spielreihe von Kosmos. Das ist ein Spiel, wo Jäger und Holzfäller gegen Bären und Füchse antreten, die alle Jagd machen auf Fasanen und Enten und
der Bär noch auf die Jäger und die Jäger natürlich auch auf die Füchse und Bären. Und eben die Kräfte und Stärken der Spieler sind also etwas unterschiedlich. Deswegen sollen wir es immer zweimal spielen, damit jeder mal jede Seite hat und man zählt die Punkte zusammen. Haben wir auch schon sehr lange im Repertoire, spielen wir auch immer mal wieder. Ich bin selber inzwischen nicht mehr so ein richtiger Fan davon, weil ich es eigentlich letztlich dafür, dass es von den Regeln her schon irgendwie taktisch ist, doch eigentlich einen relativ großen Glücksfaktor hat. Also wann welche Figur aufgedeckt wird und wie viel Bewegungsspielraum sie hat, laufen doch viele Partien so, dass man den Eindruck hat, eigentlich ist ein Spieler die ganze Zeit im Vorteil. Und das nimmt mir immer so ein bisschen den Spaß. Also es hat auch irgendwie was, weil es auch schnell geht und recht einfach ist. Aber ja, ich meine, der Rest meiner Familie spielt das lieber als ich inzwischen. Aber eben, weil sie es gern spielen, spielen wir es doch schon auch immer wieder. So, sind wir allmählich so, dass ich mit den richtigen Spielen anfangen kann? Na, noch nicht ganz. Bingo, Bingo! War eine Zeit lang etwas ruhig geworden. Das ist dieses wunderschöne Spiel mit der Saugnapfpistole und dem CD-Soundtrack. Sehr hektisch, sehr laut, aber auch sehr, sehr spaßig. Das kann man eben mit Nichtspielerkindern ganz hervorragend spielen, weil man kaum was erklären muss und gerade erklären die Symbole auf den Karten und los geht's. Und eigentlich von der ersten Karte an haben alle Spaß und ja, auch so ein Spiel, wo man teilweise am Ende gar nicht zählt, wer eigentlich gewonnen hat. Man hat eine ungefähre Ahnung, wer hat wie viel, man kann ungefähr abschätzen, wer gewonnen hat, und nachzählen macht man dann gar nicht mehr unbedingt. Also es ist, ja, macht einfach Spaß, schönes Hektikspiel für 2 bis 5 Spieler. Pingu Pingu auch immer mal wieder eben. Eine Weile war es ruhig, jetzt haben wir es wieder ein paar Mal gespielt, auch mit verschiedenen Besetzungen. Vielleicht so 2, glaube ich nicht, aber wirklich von 3 bis 5 Spielern, was das Maximum ist. Also auch sehr schön. So, jetzt werde ich allmählich langsamer und ich komme zu ganz vielen neuen Spielen. Aber nein, ich fange jetzt mal ein paar an mit ein paar, die ich nicht habe. Die in den meisten habe ich allerdings ein Foto gemacht, weil sie von der Messe sind. 2 habe ich allerdings auch beim Benny gespielt. Das wäre zum einen der perfekte Moment. Das hatte er, glaube ich, auch als Rezensionsexemplar da, wenn ich das richtig sehe. Das haben wir in einer recht großen Gruppe gespielt. Ich glaube zu 6. Und das macht erstmal einen sehr interessanten Eindruck, wenn man so die Regeln erklärt kriegt und dann so, da muss man diese aufstellen, muss man gucken, dass sie hintereinander stehen und man hat verschiedene Aufträge, die man aber nicht alle gleichzeitig erfüllen kann. Sehr schöne Idee. Und dann spielt man das und es macht auch Spaß, bis man dann merkt, das hat leider gravierende Designfehler, das Spiel. Also wir hatten dann leider einfach, man hat ja da so Umschläge, in denen Informationen drin sind, also die sich sagen auf die Wertung beziehen. Und die werden während des Spiels nach unterschiedlichen Mechanismen getauscht oder manchmal auch versteigert. Und da kommt es dann halt leider dazu, dass einfach ein Spieler plötzlich mal viele Umschläge hat und dafür ein anderer Spieler gar keine mehr. Oder nur noch einen Umschlag kriegt, der ihm nichts mehr nützt, weil er den schon mal hatte. Und dadurch sind irgendwie nach einer Weile die Informationen so ungleich verteilt, dass es eigentlich gar keinen Spaß mehr macht. Dass man eigentlich sich eher ärgert, denkt so, super, ich kann gar nicht richtig mitspielen, weil ich jetzt leider gerade bei der Auktion Pech gehabt habe und irgendwie das, was ich gern gekriegt hätte, habe ich nicht gekriegt, weil ich nicht genug Geld hatte. Und das, was ich dann noch kriegen konnte, das war nutzlos für mich. Das funktioniert leider nicht so gut. Also das Spielprinzip ist schön, das ist eine sehr schöne Idee, auch so mit diesem, dass man wirklich auch eine Kulisse hat und so. Und auch so diese Ideen, dass jemand möchte gerne neben der Topfpflanze fotografieren. Das ist nett gemacht, aber ja, wir waren dann am Ende doch eher relativ enttäuscht von dem Spiel, weil es eben das, sozusagen dann das Spiel mit dem Material nicht mithalten kann. Ein bisschen ähnliche Erfahrungen hatten wir dann in der gleichen Runde mit dem So Clever. Wo auch so das Urteil ist, der Spielname ist schon das Cleverste am ganzen Spiel. Ist auch nett. Ist ein schönes Wort, Assoziationsspiel, und es würde einem sehr gut gefallen, wenn man nicht Just One und Codenames schon im Schrank hätte und sagen würde, die sind aber besser. Also ja, ist nett, aber eben, es gibt jetzt eine ganze Reihe so Spielen, die mit diesem Grundmechanismus irgendwie arbeiten, und da ist es einfach nicht eins der besseren, sondern eins der eher mittelmäßigen. Und ja, würde jederzeit eher Just One spielen, das war zumindest so mein Eindruck, aber es ging, glaube ich, den anderen auch so. Wenn, dann spielt man Just One oder direkt Codenames, und das So Clever ist irgendwie das
braucht man eigentlich nicht. Die Idee ist zwar schön, aber es macht doch einfach etwas weniger Spaß. Also gerade Just One ist halt ähnlich irgendwie und vom Spielgefühl her und funktioniert aber besser. Aber ich nutze das direkt, um überzuleiten, nämlich das Just One, was ich gerade erwähnt habe. Das steht jetzt nämlich neulich auch bei mir im Schrank. Das haben wir nämlich dann am gleichen Abend, weil ich gesagt habe, ich kenne das gar nicht, hatte Benny das empört sofort auf den Tisch gelegt und wir haben das gespielt und ich war total begeistert. Hat mir unheimlich gut gefallen. Ich kannte das einfach nur dem Namen nach. Das war immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und dann habe ich es mir auf der Messe sofort geholt, weil das finde ich auch ein super Spiel. Haben wir jetzt auch schon, haben es in der Familie gespielt, haben es mit Freunden gespielt. Ich spiele ja gerne Spiele, die wenig Regeln haben, aber das ist ja hier wirklich fast der Meister. Da braucht man wirklich gar nichts erklären. Man fängt einfach an, einer sucht ein Wort aus, dann sagt man so, ihr schreibt jetzt alle eine Assoziation, fertig und los geht's. Super. Der Wertungsmechanismus ist ein bisschen kompliziert, finde ich. Also mit diesem, wenn du falsch, dann legst du eine Karte weg und so. Vor allem, weil das dazu führt, dass irgendwie alle Spieler sehr ungleich oft dran sind. Aber das, finde ich, ist bei so kooperativen Spielen, wo es sozusagen, wo man irgendwie Punkte erreichen will, ist eh nebensächlich, weil man spielt das ja irgendwie, weil das Spiel an sich Spaß macht. Klar kann man Punkte zählen und dann am Ende auf der Tabelle ablesen, wie gut man war. Aber das ist so, das ist der Grund, warum ich nie Solo-Spiele spiele, weil das interessiert mich null, wie viele Punkte ich auf der Tabelle habe und ob der Spieler auch drauf fand, das ist ein gutes Ergebnis. Also, aber eben, den Teil kann man, finde ich, einfach weglassen und dann hat man ein super schönes Wort-Assoziationsspiel, was gegenüber Codenames den Vorteil hat, dass eben mehr oder weniger alle gleichzeitig dran sind. Es gibt keine Wartezeiten, was allerdings mindestens in einer Runde, in der wir das spielen, den Nachteil hat, dass sich da die Spieler immer in der Wartezeit sehr gern miteinander unterhalten. Das hat man dann hier nicht, diese Gelegenheit, sich zu unterhalten. Nein, also wirklich schön, schöne Alternative zu Codenames, aber ist halt nicht von meinem Lieblingsauto, deswegen ganz so gut wie Codenames ist. Oder passt in der richtigen Regal. So. Noch ein kooperatives Spiel, das ich jetzt auch neu habe, was aber in der Ausgabe auch wirklich neu ist: Kneipenquiz Family and Friends Spezial. Das haben Benny und die anderen mit Georg und so in ihrem Messe-Livestream auch gespielt. Kneipenquiz empfiehlt ja der Georg immer und hat mich jetzt auch erwischt, finde ich jetzt auch gut. Und ich fand diese Variante mit dieser einen persönlichen Frage, die einer der Spieler beantworten muss und die anderen müssen raten. Fand ich auch nochmal eine schöne Variante, eben gerade wenn man das so mit Freunden spielt. Fand ich auch gut und ebenso das Grundprinzip macht einfach Spaß mit dem Kneipenquiz, kooperatives Quizspiel. Kommt einem erstmal absurd vor, funktioniert aber wirklich gut und es blamiert sich niemand, weil er zu wenig weiß, sondern sozusagen das, was bei einem normalen Quizspiel bei Trivial Pursuit, merkt man sehr schnell, wer viel weiß und wer wenig. Und für den, der wenig weiß, ist das Spiel dann eigentlich eher frustrierend. Das ist einfach, fällt hier weg und ist deswegen ein schönes Quizspiel und was eigentlich ein Genre ist, was ich sonst gar nicht mag. Also machen wir mal dem hier rein. Kommen wir mal zu den Wolfgang Kramer Spielen. Da haben wir nämlich zwei neue gehabt. Alle neune haben wir. Das ist auch aus dem Moses Verlag. Das muss ich meine Familie sehr überreden, das zu spielen, weil das so ein bisschen trocken aussieht. Das ist einfach ein Laufspiel, wo man auf Zahlenfelder geht und es ist in verschiedene Abschnitte unterteilt. Und immer wenn man einen Abschnitt verlässt, darf bzw. muss man sich aus dem verlassenen Abschnitt ein Plättchen nehmen und muss dabei immer versuchen, auf 9 Punkte zu kommen, mit denen, die man vor sich liegen hat. Und wenn man das nicht kann, dann kriegt man Minuspunkte und wenn man es aber schafft, sind es Pluspunkte. Ich dachte auch, oh, das klingt sehr, sehr trocken, aber einmal spielen wollte ich es dann ja doch. Und ich persönlich war sehr positiv überrascht. Ich fand es erstaunlich interessant zu spielen. Allerdings ein Spiel, bei dem irgendwie ein Spieler am Ende 120 Punkte hat und ein anderer irgendwie 10 Punkte, ist für Familien einfach ungeeignet. Also das ist so. Ja, es hat einen deutlichen Glücksfaktor und sozusagen das, was man Strategie hat, ist doch recht komplex und sozusagen deswegen kann man so im Familien, Umfeld ist es nichts. Also es hat durchaus was. Wolfgang Kramer weiß man nie, was man kriegt. Manchmal kriegt man spitzenmäßige Spiele, manchmal kriegt man echte Gurken. Das ist so in der Mitte, würde ich sagen. Ist nicht schlecht, ist schnell erklärt, spielt sich auch schnell, aber es hat einfach leider ein paar Macken. Also ich fürchte, ich werde für mich nicht nochmal überreden können, das zu spielen. Savannah Park. Auch ein, nicht nur ein Kramer, sondern sogar ein Kramer Kiesling.
Ja, also das wurde schon mal kurz bewertet von Benny und Flo, glaube ich. Die haben das nicht so toll empfunden, wenn ich das richtig sehe. Ich habe die Regeln gelesen, dachte auch so, das klingt aber auch, das ganze Spiel ist so braun und irgendwie klingt das auch alles, als wäre das alles ein Einheitsbrei und wenig zu tun. Das ist richtig gut. Ich war sehr überrascht. Also zum einen muss man einmal nochmal die Packung ein ganz bisschen von innen zeigen. Das habe ich jetzt natürlich vorbereitet, damit ich hier die Zuschauer nicht haben müssen. Die Packung sieht nämlich von innen so aus. Und das finde ich schon total cool. Also das sind eben hier so vier so Pappkästchen, die in dem Spiel drin sind, wo sozusagen das Material für die vier Spieler drin ist. Und die sind eben noch so, dass sie also zusammen ein großes Bild ergeben. Das finde ich ist einmal toller Service, dass man nicht diese blöden Plastiktüten hat, sondern so schöne Kisten, wo das alles drin ist. Und dass es dann noch so geil gestaltet ist, ist schon toll. Also das ist einfach vom Material her schon super. Und das Spiel in sich ist auch richtig interessant. Das hat eigentlich wirklich auch ganz simple Regeln. Jeder sucht sich einen Teil aus. Einer sucht einen Teil aus, alle anderen müssen das gleiche Teil nehmen und müssen es dann auf ihrem Spielfeld umlegen. Und jedes Teil wird genau einmal umgelegt und dann werden Punkte gezählt. Das sind fast schon die ganzen Regeln. Und es ist erstaunlich komplex. Also man sitzt wirklich da und dann ist es da, so, lies es da, lies dahin. Also man fängt wirklich sehr schnell an zu überlegen, wie es am besten ist, versucht sich eine Strategie, dann übersieht man irgendwie ein kleines Detail und denkt, meine Mist, verdammt, da habe ich jetzt gerade so viele Punkte verschenkt, weil ich es blöd hingelegt habe. Also das ist erstaunlich, erstaunlich spaßig. Und das Schöne ist eben auch, alle sind gleichzeitig dran. Deswegen gibt es fast keine Wartezeiten im Spiel. Also es ist schon mal, dass tatsächlich einer mal ein bisschen länger überlegt als man selbst. Das kommt durchaus vor, aber eben ewig überlegt man auch nicht. Deswegen, das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Die Varianten, die drin sind, die sind eigentlich relativ klein. Die haben wir jetzt noch nicht gespielt. Das ist aber auch so ein bisschen so ein Gimmick, hatte ich den Eindruck. Also eigentlich ist da nicht viel an Variante, was noch drin ist. Man kann es auch so ein bisschen komplizierter machen. Aber das ist auch eher so, ja, gut, kann man machen, muss man nicht. Ja, es ist eben so ein bisschen Puzzeln. Achso, ich kann von hinten zeigen, so ein bisschen Puzzeln, so ein bisschen Knobeln, ein bisschen, manchmal auch so ein bisschen Rechnen. Ein bisschen Rechnen muss man ja beim Kramer immer, weil es so ein Multiplikatoren-System gibt, wie ein bisschen wie bei King Domino. Ja, aber doch, hat mich sehr positiv überrascht, wird es wahrscheinlich aber auch noch ein eigenes Video zu geben. Wo wir gerade bei King Domino sind. King Domino steht ja da auch im Regal, aber auf der Messe haben wir gespielt das neue King Domino Origins. Was gibt es dazu zu sagen? Erstmal hatte das einen sehr schicken Messestand, muss man wirklich sagen. Das Spiel an sich ist so ein bisschen, habe ich den Eindruck, ist einfach King Domino mit einem neuen Artwork und es sind Erweiterungen schon mit eingebaut. Also man kann eben sowas bei dem Originalspiel oder dann King Domino mit dann Erweiterung, dann gab es Queen Domino, sozusagen so langsam so aufgebaut wurde, dass das Spiel komplizierter wurde und man mehr Möglichkeiten hatte, dass es da jetzt so ein bisschen einfach in einer Packung ist, das Grundspiel, und dann sind direkt noch zwei oder drei Erweiterungen sozusagen mit drin, die man dann aufbauen kann auf das Spiel. Von daher, also ich habe es, wie gesagt, wir haben es nur einmal gespielt auf der Messe. Glaube ich, ist das eine Empfehlung für Leute, die King Domino noch nicht haben und sich überlegen, ob sie sich das zulegen sollen. Ist das durchaus dann, dass man dann das nimmt, weil da sind, glaube ich, einfach die Erweiterungen schon mit drin. Wenn man King Domino schon hat, andererseits braucht man dann das Neue auch nicht, weil das macht eigentlich nicht viel anders als das, was man dann schon kennt. Wenn wir jetzt gerade schon bei den Messespielen sind, dann mache ich da jetzt auch weiter. Also Tim und ich hatten da die Strategie, einfach rumzulaufen und zu gucken, wo Tische frei sind. Und da setzen wir uns hin, ohne uns groß zu informieren, was es eigentlich ist, weil wir eigentlich beide da sehr offen waren, was uns anzugucken. Also wir hatten da wenig Vorlieben und deswegen sind die Spiele auch entsprechend unterschiedlich, die wir da gespielt haben. Ich fange aber jetzt mal von oben an, wie ich sie mir notiert habe. Eines der letzten Spiele, was wir gespielt haben, war Rest in Peace. Ein Zwei-Personen-Spiel, bei dem zwei Familien von Geistern gegeneinander antreten, um möglichst viele Herrensitze zu übernehmen und zu bespuken. Das Prinzip ein Auktionsmechanismus, der da kommt und auf, weiß nicht, 10, 12 verschiedenen Karten, die man bietet. Man versucht zum einen Mehrheiten zu kriegen hauptsächlich, aber es gibt auch so Mechanismen, sozusagen so eine Art Instant Win, wenn man bestimmte Kombinationen kriegt. Also da gibt es dann eben Karten, die dadurch dann besonders heiß umkämpft sind, weil der eine Spieler sozusagen jetzt da direkt gewinnen würde. Das heißt, da muss der andere auf jeden Fall gegenhalten. Und man muss aber auch die ganze Zeit versuchen, Haus zu halten mit seinen Karten, dass einem nicht am Schluss plötzlich die Puste ausgeht.
Hat uns eigentlich gut gefallen, war auch schön illustriert, hat einen aber auch jetzt nicht so vom Hocker gehauen, dass man sich jetzt direkt mitgenommen hatte. Also war eben ein schönes Zwei-Personen-Beatspiel. Aber ja, ob das so ein bisschen den Langzeitspaß hat, waren wir uns unsicher. Deswegen haben wir es erstmal auf der Messe stehen lassen. Anderes Zwei-Personen-Spiel war Turning Tides. Das ist ein Kickstarter, der gerade noch läuft, also das, der, glaube ich, auf der Messe angefangen hat oder wie auch immer. Also der ist auf jeden Fall, glaube ich, noch aktuell. Mit sehr schönem Material, was da jetzt noch aus dem 3D-Drucker war, aber was wohl auch dann im richtigen Spiel ähnlich gute Qualität haben soll. Und auch einen sehr interessanten Mechanismus. Also jeder Spieler kommandiert ein Piratenschiff oder Kriegsschiff oder wie auch immer, die sagen, während des Spiels langsam aneinander vorbeifahren. Und man hat so einen Kartensatz, wo man eben neue Personen hinstellt, eine Kanone verschiebt, dann mal einen Schuss versucht oder auch mal sich rüberschwingt auf das Schiff von dem anderen, um eine Person runterzukegeln. Und es ist halt immer so, je nachdem, was der andere im gleichen Moment spielt, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und eigentlich versucht man nur, das Schiff von dem anderen Spieler zweimal zu treffen. Und das ist erstaunlich schwierig. Und aber durchaus spaßig. Und das ist sozusagen noch ein besonderer Kniff ist, man stellt die Kanonen immer auf eine Seite des Schiffes, aber wenn die Schiffe aneinander vorbeigefahren sind, dann drehen sie beide und fahren andersrum wieder zurück, wodurch sozusagen die Kanonen plötzlich alle auf der falschen Seite sind, wenn man nicht aufgepasst hat. Und man muss die erstmal alle jetzt auf wieder umstellen. Und da kann man natürlich versuchen, aber auch darauf hinzuarbeiten, dass man die Kanonen sozusagen direkt auf die falsche Seite stellt, um dann in der Gegenfahrt dann wieder freies Schussfeld zu haben. Ja, also ist wirklich cool. Wir hatten den Eindruck, es zieht sich allerdings ein bisschen. Also für das, was es dann ist, wir haben irgendwie so nach dem Erklären, da hatte ich so verstanden, dass es einfach einmal hin, einmal zurückfährt und dann ist das Spiel spätestens vorbei. Das ist aber nicht so, sondern das kann potenziell ziemlich lange hin und her gehen. Und da hatte man so ein bisschen den Eindruck, dass sich das vielleicht etwas erschöpft, der Spielspaß. Also es war durchaus eben cool, cooler Mechanismus mit diesen beiden Schiffen, dass sich eben die Schiffe relativ zueinander bewegen und eben dadurch andere Felder plötzlich interessant werden. Ja, müsste man noch ein, zwei Mal spielen, um zu sehen, wie es dann ist. Also im Prinzip gibt es so ein kleiner Deckbilder noch, Mechanismus noch drin, der kam noch nicht so richtig zum Tragen jetzt bei diesem Testspiel. Also hatte was, wer so Kickstarter mag, kann sich ja das durchaus mal angucken, ob er das backen will. Ich will das nicht machen, weil ich mache grundsätzlich keinen Kickstarter. Oder fast grundsätzlich. So, dann hatten wir ein Spiel, das war, glaube ich, fast das erste, was wir gespielt haben, namens Pelum Magica. Ja, das ist auch, fällt auch auf durch sehr schönes Material, also sowohl liebevoll gestaltete Karten als auch sehr schöne Holzklötzchen, wo auch so ein bisschen alle mehr oder weniger gleichzeitig dran sind. Also man würfelt Erträge, die Erträge sind aber bei jedem Spieler etwas unterschiedlich und mit den Erträgen kauft man sich neue Karten, kann Überfälle machen, die dann auch und sozusagen um seine eigenen Erträge zu verbessern und hat halt so ein bisschen, dass man auch kann dadurch das verschiedene Strategien fahren, um sozusagen, dass man bei jedem Würfelwurf was kriegt oder dafür vielleicht oder aber vielleicht bei einem oder bei einigen bestimmten sehr viel. Ja, wir haben es aber allerdings abgebrochen, das Spiel, weil es auch einen ganz massiven Mangel hat, nämlich zum einen ist es sehr glückslastig mit den Würfeln. Gerade am Anfang vom Spiel macht das sehr viel Unterschied, was gewürfelt wird und man hatte noch gar keinen Einfluss darauf, um da was zu verbessern. Und das kombiniert sich mit einem sehr, sehr deutlichen Rich-Get-Richer-Mechanismus. Also wenn man erstmal gut dabei ist, wird man auch weiter gut dabei sein und das scheint kein Mechanismus zu haben, um das irgendwie zu bremsen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir es nach ein paar Runden auch ich glaube noch ein oder zwei andere, die da noch mitgespielt haben, dass wir uns eigentlich waren so, nee, okay, also das brauchen wir nicht mehr weiterspielen, das ist erledigt, das Spiel. Also, ja, ist schade, also das halt hört so ein bisschen beim tollen Material auf, also es funktioniert dann im Spiel nicht mehr so richtig gut und macht durchaus Spaß, ist irgendwie so ganz witzig, aber eben, wenn man einmal hinten dran hat, wird man das nicht mehr aufholen, außer man hat massives Glück beim Würfeln. Ja, das ist einfach nicht das Wahre. Ähnliches Problem hatte Dive, ein Spiel, wo wirklich das Material wirklich spitzmäßig ist, mit einer richtig coolen Idee. Das Spiel besteht aus ganz vielen
transparenten oder fast ganz transparenten Plastikscheiben, die alle auf einem großen Stapel übereinander liegen, sodass man die oberste sieht man sozusagen gut und je weiter es unten sitzt, da kann man sozusagen immer weniger erkennen und man versucht auf bis zu, ich glaube, bis zu 5 Ebenen nach unten zu tauchen in diesem Stapel und muss eben vorher sagen für jede Ebene unter anderem, ob man glaubt, dass da ein Hai ist oder nicht, also ob man einen gesehen hat oder nicht. Und manchmal gibt es noch Spezialtiere, die man gerne erwischen möchte. Und man kriegt eben Punkte dafür, dass man eben möglichst weit runtertaucht, aber eben auch für so Spezialtiere. Sehr, sehr cooles Material. Und man sitzt da wirklich davor und denkt so, ah, ist der Hai, ist der jetzt auf der zweiten oder auf der dritten Karte? Kann man das irgendwie erkennen, dass irgendwie liegt da was davor oder nicht? Oder ist das Zufall oder nicht? Weil auf den Großflächen ist natürlich einfach auch nichts auf den Karten drauf, sondern es sind halt ab und zu Fische drauf oder mal so ein bisschen Seetang. Irgendwo ist dann auch mal so ein Riesen-Oktopus, der nur so ein paar Fangarme reinschreckt. Also ist das Material ist wirklich spitzenmäßig. Aber als Spiel ist es dann leider auch nicht so gut. Also ja, ich habe das auch einfach mit Glück sehr massiv gewonnen, also mit einem sehr großen Vorsprung. Und ja, wo man aber irgendwie das Gefühl hat, naja, ich habe halt gewonnen, weil ich Glück hatte und nicht, weil ich es jetzt irgendwie wirklich gut gesehen habe oder weil ich besonders gut aufgepasst habe oder sonst irgendwas, sondern ich habe halt einfach Glück gehabt, dass meine sozusagen Wetten auf die Haie irgendwie sehr oft gestimmt haben. Ja, deswegen war es auch so, das Material war so toll, aber man dachte, nee, das wird man nach 2, 3 Mal spielen, ist man das wahrscheinlich oder vielleicht auch 4, 5 Mal ist man das dann leid, das Material, oder man hat sich dann dran satt gesehen und dann ist es halt Spiel, dann denkt man, ist es doch eher langweilig. Also ja, war schade, weil also ich hätte es fast gekauft, weil ich eben diese Materialidee so spitzenmäßig fand. Wird auch sicher sich seine Fans finden, gehe ich fest von aus, einfach weil es so eine coole Idee ist, aber hat mich nicht ganz überzeugen können, das zu kaufen. Dann hatten wir direkt noch ein Fischespiel, das nannte sich Eco Coral Reef, also Korallenriff. Weiß ich gar nicht, ob es da eine deutsche Version von gibt, aber eigentlich ist das völlig sprachneutral. Wieder ein Plättchenlegespiel, das Thema hatten wir ja schon von Carcassonne, wo man also auf jeden Fall mit dem oder den anderen Spielern, ich bin mir nicht ganz sicher, Plättchen legt an ein großes Korallenriff, also man baut beide an der gleichen Landschaft und man versucht dabei bestimmte Aufträge zu erfüllen, dass man bestimmte Kartenkombinationen bildet, also sozusagen Formen von Fischkombinationen. Das große Manko an dem Spiel ist auch leider diese Karten, die zwar sehr, sehr, sehr schön gestaltet sind, aber sie sind total schlecht zu bespielen, weil die Fische, die draußen sind, zwar unheimlich hübsch, aber total schlecht zu erkennen. Also es sind so Plättchen in der Größe von Carcassonne-Plättchen, aber mit so ganz kleinen, ganz feinen Illustrationen drauf von Fischen, die alle unheimlich bunt sind und da sind dann eben mehrere Fische drauf auf jedem und es ist halt wichtig, welcher Fisch genau drauf ist und welcher nicht. Und das macht es halt total mühsam zu spielen und das ist, ja, deswegen hat es einfach keinen Spaß gemacht, weil man die ganze Zeit am Rätseln war, ist das jetzt wirklich der richtige, muss man mal vergleichen und das hat einfach den Spielfluss sehr gehemmt. Und dazu kam noch, dass diese Aufträge halt einen massiven Glücksfaktor haben. So ein bisschen so wie bei Zug um Zug. Die Hälfte der Zeit kriegt man einen Auftrag, der gar nicht mehr zu erfüllen ist. Und die andere Hälfte kriegt man einen, den ist schon zufällig schon erfüllt. Und deswegen gibt es auch keine richtige Strategie. Also das war irgendwie, also das war eine wirklich eine negative Enttäuschung. Also eben, viele Spiele waren so, ah, ist cool, aber fehlt was. Und bei dem war so, nee, also das ist wirklich nichts. Das Letzte, was wir dann noch hatten, was ich jetzt nicht gekauft habe, war Oltre. Mit 2 Es und 2 Accents. Ein kooperatives Geschichten-Fantasy-Spiel. Auch wirklich mit fantastischem Material, unheimlich schick, alles super cool gestaltet. Auch dieses Geschichtenelement, was da drin ist im Spiel, ist sozusagen voll integriert ins Spiel und ist wirklich auch sehr schön gemacht. Hat auch Spaß gemacht, das zu spielen. War wirklich schön. Hat allerdings auch einen krassen Glücksfaktor. Also eher noch größer als bei Legenden von Andor, wo man ja auch schon
mit den Kampfwürfeln irgendwie sehr viel Glück und sehr viel Pech haben kann. Das war da auch. Also wir haben irgendwie konstant sehr, sehr schlecht gewürfelt und haben deswegen irgendwie fast nichts erreichen können während des Spiels. Was nicht schlimm war, es hat trotzdem Spaß gemacht, aber deswegen sind wir wirklich krachend gescheitert in der einfachsten, in der so Mission, die man da spielen konnte. Aber wie gesagt, hat trotzdem Spaß gemacht. Also eben das Material war toll und ja, auch also unheimlich variantenreich, also wahnsinnig viele Karten drin, alle schön illustriert und alle mit einem eigenen Text und auch witzige Ideen drin. Und ja, nein, wirklich, wirklich schön. Auch die Geschichte macht einen guten Eindruck. Jetzt erzählerisch jetzt nicht ganz auf der Höhe vielleicht von Maus und Mystik, aber auch nicht, dafür ist das Spiel auch nicht so geschichtenlastig. Aber eben, das war wirklich schön. Das hätte ich, glaube ich, mitgenommen, wenn ich geglaubt hätte, dass ich das in der Familie schon spielen kann. Aber ich glaube, das wäre noch ein bisschen viel und vielleicht auch ein bisschen lang. Also das habe ich sozusagen, glaube ich, in meinem täglichen Leben nicht so die Spieler für. Und in der unserer Spielerunde kann ich mir das auch nicht so richtig vorstellen, weil da nicht so die Atmosphäre ist für dieses Spiel. Weil das eigentlich so ein Spiel ist, in das man richtig eintaucht irgendwie in diese Geschichte, und das ist in so einer etwas lauteren Gruppe, finde ich, ist es auch nicht so ganz das Wahre. Aber das fand ich wirklich schick und auch schöne Mechanismen drin. Und wenn dieser Glücksfaktor, wenn sie den irgendwie noch ein bisschen besser weggemacht hätten, dann wäre es wirklich exzellent gewesen. Also dann hätte ich es wahrscheinlich sogar gekauft. Das waren die Spiele, die ich alle nicht hatte, nicht gekauft habe. Aber jetzt haben wir noch neue, die ich auch wirklich besitze. Ah, genau, hier haben wir nämlich noch eins von der Messe, was da wirklich auch noch rausgekommen ist. 28 heißt dieses Spiel, ganz simpel. Und das bezieht sich auf die Linie 28 der Lissabonner Straßenbahn. Und das war eigentlich schon alles, was ich wissen musste, um das zu kaufen, weil in meiner Familie mehrere große Lissabon-Fans dabei sind. Ich finde es aber auch wirklich gut. Also das habe ich ausnahmsweise mal gekauft, ohne es gespielt zu haben. Mir macht das aber auch Spaß. Und man fährt dann mit der Straßenbahn auf dem Lissabonner Stadtplan rum, muss da Touristen einsammeln und die bei Sehenswürdigkeiten abliefern in der richtigen Kombination. Man kann seine Straßenbahn noch verbessern, dass ja mehr Leute reinpassen und dass sie ein bisschen schneller fahren kann und all sowas. Und eben, man konkurriert eben um so Auftragskarten mit den Touristen. Ich finde das wirklich schön. Es kommt leider bei meiner Familie nicht ganz so gut an, wie ich es gehofft habe. Wir haben es ein paar Mal gespielt, aber was uns dann aufgefallen ist, das ist leider kein Spiel für 4 Personen, ich glaube, es ist 2 bis 4, ja genau, zu 4 zieht es sich zu sehr. Also da ist die Downtime für das, was das Spiel ist, einfach zu lang. Zu 2 funktioniert es aber auch schon sehr gut und da macht es auch Spaß, am meisten Spaß, glaube ich fast, weil es da eben sehr schnell geht, dass man wieder dran ist. Zu 3 möchte ich es gerne noch spielen. Wir haben es bisher jetzt immer nur zu 2 oder zu 4 gespielt. Zu 3 habe ich es irgendwie noch nicht geschafft. Das denke ich, das wird aber auch noch gut sein. Also 4 ist zu viel. Ich denke, 3 geht auch noch. Und 2-2 funktioniert es richtig gut. Skaliert auch gut. Das kam also so von dem Spielmechanismus her ist kein Problem drin. Das skaliert gut. Nur sozusagen einfach die Wartezeit wird bei 4 Spielern etwas zu hoch. Wir machen weiter. Dann machen wir nochmal kurz mit einem Evergreen weiter. Coralia. Das eben halte ich auch immer wieder gerne die Kamera. Ich finde das auch fantastisch. Ich finde, das ist zu Unrecht viel zu schlecht bewertet. Ich finde, das ist ein wirklich fantastisches Familienspiel, was total Spaß macht, was eben verschiedene Siegstrategien ermöglicht, was ja bei Familienspielen oft schon nicht so ist, die aber so einfach sind, dass eben auch Kinder das wirklich schon begreifen, was man alles machen kann, welche Möglichkeiten man alle hat. Und das ist auch so schön, eben unheimlich schön gestaltet, schönes Material, und seit ich meinen eigenen Regelfehler da gefunden habe, spielt es sich auch noch mal flüssiger. Das hat so meine Begeisterung noch mal neu geweckt für das Spiel. Das kann ich wirklich auch nur empfehlen. Das ist, ich bin der Meinung, das hat die Bewertungen sind da schlechter, als das Spiel es verdient. Also ich finde das total super. So, noch eins. Was leider ein bisschen weniger, immer weniger gespielt wird bei uns, ist Villainous. Vielleicht müssen wir da doch noch mal mehr Erweiterungen kaufen. Also ich finde das immer noch sehr schön, aber ich spiele das immer mit meinen Söhnen und der eine mag das irgendwie nicht mehr so richtig spielen, weil ich glaube, er hat einfach zu oft verloren bei dem Spiel. Der will das irgendwie nicht mehr so richtig. Wir müssen ihn immer ein bisschen überreden. Aber wenn wir es dann spielen, freue ich mich jedes Mal. Das ist einfach schön, und durch die eben inzwischen 12 verschiedenen Charaktere, die wir haben, ist es auch
hat man so viel Abwechslung, welcher Charakter gegen welchen spielt, dass es auch immer wieder anders ist. Ich finde das ein sehr schönes Konzept. Also ich vermute, obwohl wir es nicht mehr so viel spielen, werden wir die anderen beiden Erweiterungen auch noch uns irgendwann zulegen, die es inzwischen gibt. Da müssen wir irgendwann mal überlegen, wie wir das unterbringen, weil es nicht so viel Platz weggenommen hat. Aber mit dem hier weiter, sonst vergesse ich das noch. Paranormal Detectives. Das ist ja jetzt keineswegs ganz neu, aber für mich ist das auch neu. Das ist ja so eine Kombination aus Detektivspiel und Pictures, könnte man im Prinzip sagen, so mit dem etwas abstrusen Material. Ich finde es aber sehr schön, weil es eben einerseits so ein bisschen Kreativität erfordert bei dem, der gerade den Geist spielt, und aber auch bei den anderen Spielern halt Fantasie, dass sie sozusagen versuchen müssen, das eben zu deuten, was der jetzt da gemacht hat. Mir hat das eine Spiel, was wir bisher erst geschafft haben, sehr viel Spaß gemacht. Und das werden wir sicherlich noch öfter spielen. Ich bin so ein bisschen gespannt, ob das wirklich familientauglich ist, weil ich hatte den Eindruck, für meine Kinder war es noch ein bisschen schwer. Also denen fiel es schwer, sich von einer Idee, die sie dann irgendwie einmal hatten, sich wieder zu lösen. Ja, aber eben, es ist auch schönes Material, sehr schöne Idee und ja, schönes kurzweiliges Familienspiel, wo alle gleichzeitig rätseln dürfen. Und ich würde das einfach immer kooperativ spielen. Also wir haben das kooperativ gespielt und das finde ich, das bietet sich auch total an bei dem Spiel. Weil ich finde, selbst in dem Konkurrenzmodus ist es ja trotzdem irgendwie für alle gleichzeitig. Deswegen, also das finde ich, ist ganz klar ein kooperatives Spiel. Aber es wird ja auch angeboten. Zombie Teens, halte ich jetzt so kurz in die Kamera. Zombie Teens führt seine Karriere der Enttäuschung eins fort. Also es wird einfach nicht besser. Wir sind jetzt so halb durch die Mission, aber die Chancen, dass wir das noch zu Ende spielen, schwinden mit jedem Spiel, das wir spielen, weil es einfach dröge ist. Also das ist wirklich total überbewertet. Zoll, eins der ältesten Spiele, was wir haben, abgesehen von dem, was gleich noch kommt. Super Spiel, immer wieder. Ich habe immer noch nicht das neue Sheriff of Nottingham, obwohl das jetzt in der zweiten Auflage da ist, will das immer noch haben. Habe ich auf der Messe wieder nicht gefunden. Aber trotzdem, super Spiel. Gerne die Mottenkiste dazu angucken. Mikro Makro, wo wir eben bei Detektivspielen eigentlich schon waren. Da hätte ich mir auf der Messe jetzt beinahe den zweiten Teil gekauft, weil wir das jetzt leider schon durch sind, das schöne Mikro Makro. Habe aber dann beschlossen, ich lasse mir das doch lieber schenken zu Weihnachten. Das wäre auf jeden Fall ein sicheres Geschenk, weil ich weiß, das gefällt der ganzen Familie. Das Spiel sogar meiner kleinen Tochter, auch wenn die Karten noch nicht lesen kann. Ja, tolles, tolles, witziges Konzept, was einfach Spaß macht. Und eben, ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Ich könnte mir vorstellen, ob der nicht sogar noch etwas raffinierter ist. Also das ist zumindest meine Hoffnung. Aber selbst wenn er nur genauso gut ist wie dieses, bin ich auch völlig zufrieden. Weil das ist schön gemacht und es gibt so viel zu entdecken auf diesem Stadtplan. Das ist wirklich toll. Machen wir jetzt mit Detektivspielen weiter. Aus bestimmten Gründen, die auch noch im Video gezeigt werden, habe ich Cluedo gespielt. Ein Spiel, was ich mir vom Georg ausgeliehen habe und wo wir demnächst noch ein längeres Video drüber machen. Ja, man muss sagen, ist ein Kind seiner Zeit und diese Zeit ist 70 Jahre her. Das merkt man im Spiel ein bisschen an, aber es macht durchaus immer noch Spaß. Also es hat durchaus noch seinen Witz und es ist auch ja nicht zu Unrecht die Grundlage oder die Inspiration für viele Spiele, die dem gefolgt sind und dieses Prinzip etwas variieren. Unter anderem das 13 Indizien, was ich ja auch immer gern in die Kamera halte, was wir auch immer spielen. Wir sind eigentlich in der Familie jetzt eben auch zum Schluss gekommen. Also das ist besser als das. Also dieses ist ein Cluedo ist doch einfach an manchen Stellen ein bisschen schwerfällig für heutige Spiele. Und eben bei 13 Indizien hat man den gleichen Deduktionsmechanismus, aber eben das nervige Rumgelaufe auf dem Stadtplan. Also für ein Spiel, was so alt ist, ist das immer noch erstaunlich gut und erstaunlich gut spielbar. Also man kann das durchaus heute noch spielen, im Gegensatz zu anderen Spielen. Aber da gibt es eben auch noch ein eigenes Video zu, was demnächst kommt. So, jetzt kommen wir aber langsam durch. Aber ein Detektivspiel habe ich noch. Wir haben nämlich auch Detective weitergespielt, meine Frau und ich. Und da sind wir leider inzwischen ein bisschen enttäuscht. Also, der Mechanismus ist immer noch cool und es macht auch Spaß. Aber die Fälle sind einfach ein bisschen enttäuschend. Also, sowohl der dritte, den es um eine Entführung geht,
der eine sehr coole Idee hat, wo man das Spiel einen aus dem Spiel herausbringt und man wirklich richtig recherchieren muss, aber dann auch nach dieser Idee dann einfach massiv abfällt. Also wenn man das einmal gelöst hat, ist sozusagen der Rest ist irgendwie langweilig. Und auch der vierte Fall, wo irgendwie noch in der Einleitung steht, jetzt werden viele Fäden zusammengeführt und ja, da haben wir dann irgendwie auch eher so ein bisschen, hält nicht, was es verspricht. Also wir werden auf jeden Fall natürlich den fünften und letzten Fall noch spielen und ich denke, wir werden auch die Erweiterung, die da oben schon liegt, auch noch angehen. Aber meine Begeisterung hat leider etwas nachgelassen für das Spiel. Also es ist cool. Es krankt eigentlich einfach an den Fällen, dass die nicht gut genug gemacht sind. Und das, ja, ist schade. Hätte man noch etwas mehr investieren müssen in die Geschichte, dann wäre das so fantastisch, das Spiel. Und so ist es nur gut. Switch and Signal, auch ein kooperatives Spiel, was sehr die Runde gemacht hat eigentlich und sehr viel Lob bekommen hat, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Wir sind leider nur so mittelmäßig angetan davon. Also das haben wir meiner Tochter geschenkt zum Geburtstag und die will das jetzt auch schon immer mal wieder spielen. Also wir haben es auch einige Male gespielt, wir haben am Anfang auch so ein bisschen gebraucht, bis wir es auch erstmal gewonnen haben, bis wir sozusagen dann raus hatten, wie man das spielen muss, um es zu gewinnen. Aber der Wiederspielreiz ist irgendwie nicht so groß, finde ich. Also es wiederholt sich halt doch massiv und dass man irgendwie zwei Seiten des Plans hat, das ist irgendwie schon die größte Varianz, dass man mal die Rückseite spielt, wo es dann ein bisschen anders funktioniert. Aber ja, da sind wir leider eher enttäuscht. Also ich vermute, dass das bald in der Versenkung verschwindet, weil es einfach, man hat es jetzt halt gespielt, man hat es gewonnen und damit ist es irgendwie durch. Also das Eisenbahnthema ist ja schön, aber so richtig lange vom Hocker reißen kann einen das auch nicht. Ja, also ist leider eher ein bisschen eine Enttäuschung. Also es hat was, es ist auf keinen Fall ein schlechtes Spiel, aber glatt vermisst lässt, glaube ich, den Langzeitspaß vermissen ein bisschen. So, jetzt nochmal kontrollieren. Habe ich wirklich alles erwähnt, was ich erwähnen wollte? Das war eine sehr lange Liste. Ja, habe ich. Dann kommen wir nämlich jetzt noch zum Highlight des Monats. Und das ist Juicy Fruits, was von Benny und Flo, glaube ich, auch eher so als mittelmäßig bewertet wurde. Und da muss ich sagen, ich glaube, die sind einfach nicht die Zielgruppe. Das ist ein richtig schönes Familienspiel mit tollem Material, was fast schon ein bisschen zu groß ist. Und einem eingängigen Mechanismus, den man sofort begriffen hat, den man sofort spielen kann, der aber trotzdem spannend ist und Entscheidungen verlangt, die aber auch Kindern sofort klar sind, wie diese Entscheidungen sind. Und auch, wie sie sozusagen ein bisschen vorwärts planen müssen. Man muss sich ja da man hat jeder so eine Insel, auf der man sich mit Plättchen bewegt. Und man hat aber eben natürlich gerade am Anfang nur sehr wenig Platz auf der Insel, um sich zu bewegen. Und sofort Kinder fangen auch an, so, Moment, nee, ich bewege jetzt da mich nur absichtlich einen Schritt weniger, weil dann habe ich gleich Platz, um den anderen eins mehr zu bewegen. Und damit kriege ich dann einen mehr und das brauche ich gerade dringender. Funktioniert sofort. Und was auch schön ist, es gibt, ja, sagen wir so zwei, also mindestens drei verschiedene Punktestrategien, die man machen kann. Und ich habe da wirklich von meiner kleinen Tochter den Satz gehört, ich gehe diesmal mal auf die Gebäude, schauen, ob ich damit gewinne. Irgendwie, also das fand ich irgendwie, dass es sowieso verschiedene Strategien gibt, die man verfolgen kann und dass das einem Kind auch klar ist, wie diese Strategien sind, das finde ich, ist wirklich eine Leistung, das unterzubringen zum Spiel. Weil sehr viele Familienspiele sind ja sehr, sehr geradeaus und es ist irgendwie klar, was man machen muss. Und hier gibt es eben viele Möglichkeiten und die können auch alle wirklich zum Sieg führen, haben wir den Eindruck. Das ist toll gemacht. Eben das Material ist auch schön und liebevoll. Eben es ist fast ein bisschen zu groß, also diese Holzfrüchte. Es erinnert mich vom Spielmechanismus so ein bisschen an das Finca von Hans im Glück, was inzwischen schon deutlich in die Jahre gekommen ist, ist aber besser, würde ich sagen. Also dieses ist auf jeden Fall besser. Eben, hat auch sehr, sehr geringe Wartezeit, man ist immer schnell wieder dran. Eben, es ist aber auch nicht egal, was die anderen machen. Man muss schon ein bisschen gucken, so welche Früchte sammelt er gerade, was kann er mir, will der mir vielleicht gleich wegkaufen. Ja, ist wirklich toll. Ich habe leider da ist ja noch so ein bisschen, ich sag mal, die Expertenvariante noch drin, die habe ich noch nicht spielen können, die fehlt mir noch mit der Saftfabrik, weil bisher immer meine kleine Tochter mitgespielt hat und das dachte ich, das ist dann vielleicht doch etwas viel, wenn da noch ein Mechanismus mehr drin ist.
Aber sobald die mal nicht da ist, werden wir das mal ohne sie spielen und dann möchte ich das einfach ausprobieren. Aber das war wirklich mein Highlight. Das wurde mir empfohlen vom lieben Sebastian und habe das dann von Benny weitergereicht bekommen. Und ich bin wirklich schwer begeistert von dem Spiel. Ich finde das toll. Das skaliert auch gut. Das kann man zu zweit, zu viert super spielen. Alleine brauche ich es nicht spielen. Da habe ich nicht die Zeit für. Aber eben 2 bis 4 Spieler funktioniert alles super. Wirklich ganz, ganz toll. Und eben allein schon das Artwork hier vorne drauf finde ich auch schon super. Das ist fantastisches Familienspiel. Also so in einer Liga mit dem Coralia zum Beispiel, was ich ja eben auch schon sehr gelobt habe. Ja, kann ich total empfehlen. Und glaube ich, wird so dein Tipp werden, weil ich werde ja immer mal wieder gefragt, auch von anderen Eltern hier, was können wir unserem Kind da mal für ein Spiel? Das hier. Nee, wirklich toll. Gut. Ich glaube, jetzt wäre ich endlich komplett mit allem durch. Ich habe sehr unterschiedlich lang erzählt, insgesamt aber wirklich ewig erzählt. Ich danke fürs Zuschauen allen, die bis hier mit durchgehalten haben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin auf Wiedersehen. Tschüss.